Die USA und China sind die einzigen beiden, die vor uns sind. Was machen die? Die subventionieren massiv den Ausbau der Erneuerbaren. Und zwar richtig. Mit einem Tempo, was uns alle in den Schatten stellt in Europa. Und die werden in 10 Jahren ihre Transformation hinter sich haben und die werden lachen über uns. Ach, ihr habt eure Schuldenbremse wichtiger gefunden. Das wird keinen mehr interessieren, wenn wir diese Transformation jetzt verkacken. Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Wie soll das Klima gerettet werden, obwohl der Bundesregierung plötzlich viele, viele Milliarden fehlen? Können wir uns Klimaschutz überhaupt noch leisten? Darüber diskutiere ich heute mit Eckart von Hirschhausen. Er ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und setzt sich seit vielen Jahren für den Klimaschutz ein, unter anderem mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und mit Lukas Köhler, dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, über den die Kollegen der FAZ schreiben, er sei der Klimaliberale. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hi. Ja, morgen beginnt die UN-Klimakonferenz in Dubai. Herr Hirschhausen, Sie waren bei der letzten Klimakonferenz in Glasgow dabei. Wie sind Ihre Erwartungen an das, was jetzt bevorsteht? Oh, sehr gemischt. Zum einen wurde vorher schon klar, wie stark die fossile Lobby da Einfluss hat, bis hin zur Spitze. Zum anderen, um was Positives zu erwähnen, ich war auf dem World Health Summit hier in Berlin. Da war ein Panel auch mit der WHO und es geht auch jetzt in Dubai um Gesundheit und Klima. Also mein Herzensthema ist endlich auch auf der Klimakonferenz angekommen, denn wir müssen ja nicht das Klima retten, sondern uns Menschen. Sie haben schon was angedeutet. Der Präsident der Konferenz in Dubai ist Sultan Al-Jaber, Vorsitzender des staatlichen emiratischen Ölkonzerns ADNOC. Ist das eine glückliche Wahl, Herr Hirschhausen? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Herr Köhler. Also ich finde, also hoffe, dass es eine ernst gemeine Frage ist, weil ich das halte das für eine ganz kluge Wahl. Nicht, dass er da irgendwie Öldeals vorher versucht, über die Bühne zu schieben. Auch diese Berichte gab es, ja. Wenn das stimmt, muss man sich das angucken. Aber ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Konzerne auf der Welt, die gerade noch ihr Geschäftsmodell im Fossilen haben, sich ändern müssen, um Klimaschutz umzusetzen. Also der Weg muss ja sein, weg von Fossilen hin zu klimaneutralen Energieträgern, egal ob Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe oder sowas. Und deswegen ist es genau richtig, gerade diejenigen, die da im Moment im Driver Seat sozusagen sitzen, auch zum Präsidenten zu machen, quasi dem Chef des großen Ölkonzerns. Na, also ich glaube, wenn die sich nicht ändern, dann passiert auf der Welt nichts. Erklären Sie uns, warum das doch problematisch ist, Herr Hirschhausen. Naja, es ist ein massiver Interessenkonflikt. Und eine Vertreterin von Vereinigten Emiraten war auch auf dem Panel, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe sie ganz direkt gefragt, wann sind wir denn endlich raus aus den Fossilen? Und dann fing sie an zu schwimmen. Ach ja, 2050 vielleicht. Und sagte sie, I know you know, it's too late. Das ist viel zu spät. Und wir haben ja in diesem Jahr 2023 das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren. Also ich frage mich immer, was soll noch passieren, um wirklich zu kapieren, wir haben nur noch wirklich wenige Jahre Zeit, um überhaupt die Lebensbedingungen, also die Gesundheit von Menschen auf diesem Planeten langfristig zu sichern. Und da bin ich froh um diese Konferenz, weil sie auch wieder das Thema in den Mittelpunkt rückt. Das ist ja wahnsinnig schwer bei der Nachrichtenlage und bei all den Krisen und Konflikten überhaupt zu sagen, hey, das muss unsere oberste Priorität sein. Und das ist der Treiber auch von vielen Konflikten. Aber ich hoffe sehr, und da werde ich auch auf meinem Insta-Kanal von meiner Stiftung immer wieder Menschen aus der Zivilgesellschaft dort zu Wort kommen lassen, weil die Nachrichten aus den COPs sind dann oft sehr, sehr beschränkt auf nur einzelne Personen. Aber ich weiß aus der eigenen Anschauung, wo ich in Glasgow war, da passiert ganz, ganz viel auch Gutes hinter den Kulissen. Im Vorfeld dieser Weltklimakonferenz haben 20 Staaten den kompletten Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen gefordert, unter ihnen auch Frankreich und Spanien. Deutschland hat sich nicht beteiligt. Herr Köhler, warum hat sich Ihre sogenannte Fortschrittskoalition dieser Forderung nicht angeschlossen?
Wir haben ja als Regierung, und auch im, also die Regierung hat und wir auch im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass wir sogenannte internationale Klimaclubs gründen. Und wir haben in der auf der COP in Glasgow gab es ja schon das Agreement oder die Übereinkunft, dass wir sozusagen diesen Phase-out, also das Rausgehen aus fossilen Energieträgern machen. Ich glaube aber, der Weg ist, und das ist, hängt auch ein bisschen mit der ersten Frage zusammen, der Weg kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, liebe Saudis, gebt euer Geschäftsmodell komplett auf, dann mal sagen die, nö, machen wir nicht mit, sondern der Weg muss ja eine Kooperation sein. Dafür sind die COPs da und deswegen ist es auch so wichtig, dass jetzt auch auf dieser Klimaverhandlung der internationale Klimaclub gegründet wird, dass der vorangetrieben wird, dass da weitergeht, dass wir international zum Beispiel sowas wie einem Emissionshandelssystem kommen. Herr Hirschhausen, hätten Sie sich von Ihrer Bundesregierung hier ambitioniertere Ziele für die Weltklimakonferenz gewünscht, wie zum Beispiel Frankreich und Spanien? Ja klar, also ich hatte große Hoffnung in diese Koalition und ich freue mich, dass Sie sagen, Sie sind noch in der Regierung. Ich dachte mal, Sie sind schon in der Opposition als FDP. Also aus unserer Sicht sind wir das nicht, sondern wir bringen gerade den Klimaschutz massiv vorwärts. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren getan. Ich glaube, eine der größten Klimaschutzmaßnahmen ist jetzt auf europäischer Ebene beschlossen worden. Und ich bin mir sicher, dass wir die jetzt auch in Deutschland umsetzen, nämlich den Emissionshandel auszuweiten auf den Verkehr und den Wärmesektor, weil wir damit sicher die Ziele erreichen. Und warum dachten Sie, die seien schon in der Opposition? Ja, weil die Rhetorik, ich muss sie aus, wirklich ja ausnehmen. Es ist... Ich habe einen kleinen Interessenkonflikt. Ich war, mein Vater war FDP-Mitglied und war das aus voller Überzeugung, weil er für Wissenschaft auch dann hier in Berlin Politik gemacht hat. Und wenn man sich mit der Geschichte der Umweltbewegung beschäftigt, ist kurioserweise die FDP die allererste Umweltpartei gewesen vor 50 Jahren mit Hans-Dietrich Genscher. Wenn man aber heute sieht, wie zum Beispiel Frank Schäffler argumentiert und auch in einem Interview sagt, ist es gar nicht klar, welchen Anteil der Mensch an der Klimaerwärmung hat, dann zweifle ich, dass diese Partei wirklich noch für Rationalität und Wissenschaft steht. Wenn ich mit Volker Wissing bei Maischberger darüber diskutiere, was letztes Jahr passiert ist, als der Rhein plötzlich zusammengeschnurrt ist und er vorschlägt, ja, dann soll man die Fahrrinne tiefer machen, dann sage ich, aber das Wasser fließt dann tiefer, es wird nicht mehr. Also das ist das Level, wenn wir sagen, da war ich 17, hier in Berlin Abitur gemacht, da habe ich ein Referat gehalten über das Waldsterben damals und den Vorteil von einem Tempolimit. Und wir müssen uns anhören, wir hätten nicht genug Schilder, um ein Tempolimit durchzusetzen. Also das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar verantwortliche Politik. Aber das Waldsterben ist doch ein gutes Beispiel. Also das Waldsterben ist ja genau das Beispiel, wo man zeigt, über politische Rahmenbedingungen kann man dafür sorgen, dass wir zum Beispiel bei Umweltproblemen vorwärts kommen und dass wir Dinge besser machen. Und das tun wir als FDP. Wenn Volker Wissing sagt, wir müssen die Rheinschifffahrt am Laufen halten, ist das klug. Und das ist auch für den Klimaschutz klug, weil natürlich viel mehr Waren über die Rheinschifffahrt laufen können, als wir das über Straße oder Schiene machen. Und ich glaube, diese eindimensionale Sicht zu sagen, naja, es gibt halt eine irgendwie Art von Klimapolitik, die man machen kann, und das ist der einzige Weg. Ich glaube, A, bringt uns das nicht weiter. Das ist, glaube ich, auch der falsche Ansatz. Und B, sagen wir als Freie Demokraten, das ist ja auch der richtige Ansatz, wir haben ein Gut, das wir begrenzen müssen, nämlich CO2. Das können wir über den Emissionshandel machen. Der hat bewiesen, dass er funktioniert und dass er das wirklich gut macht. Und das sagt sowohl Frank Schäffler als auch Volker Wissing als auch alle anderen in meiner wunderbaren Partei und auch die Regierung ja zum Glück, dass das genau der richtige Weg ist, um Klimaschutz wirklich vorwärts zu bringen. Aber was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum gerade die Partei, die über das Finanzministerium und über die Wirtschaftskompetenz angeblich verfügt, immer noch ungefähr 65 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen zulässt. Ich meine, wenn uns gerade das Geld fehlt, wäre das doch der allererste Hebel, den wir ziehen könnten. Da reden wir gleich vertieft drüber. Ich wollte auf eines hinweisen, dass gerade im Vorfeld dieser Klimakonferenz jetzt auch wieder die Interessengruppen, die Protestgruppen aktiv sind. Greenpeace, haben wir ein Foto vorliegen, hat vor dem Kanzleramt auf dem Ölverbrauch auf deutschen Straßen quasi dagegen protestiert mit einem Ölfass. Herr Köhler, wie blicken Sie auf diese Form des zivilen Widerstands? Also erstmal glaube ich, dass jeder zivile Widerstand berechtigt ist. Es ist richtig, dass wir Demonstrationen haben und dass wir die auch zulassen. Ich glaube, dass es unterschiedliche Protestformen gibt, die dem Klima helfen und die dem Klima schaden. Ich finde, dass wenn Greenpeace sagt,
Wir haben eine Meinung, die wollen wir vertreten, finde ich das richtig. Das Brandenburger Tor anzusprühen oder sich auf Straßen festzukleben, schadet meiner Meinung nach dem Klima ganz massiv. Mhm. Dem Klimaschutz. Sehen Sie das ähnlich, Herr Hirschhausen? Wir haben auch ein Bild hier, das alte Brandenburger Tor. Ich war ja einer der Gründer von Scientists for Future und das ging zurück auf Herrn Lindner, der als Fridays for Future mit den Demonstrationen anfing, sagte, Mensch, die haben doch keine Ahnung, die sollen sich doch mal bitte, sollen nicht die Schule schwänzen, die sollen die Politik den Profis überlassen. Das war sein großer Satz. Nee, das ist, aber wir müssen auch hier keine Fake News verbreiten. Was er gesagt hat, ist, dass Klimaschutz von Profis gemacht werden muss. Aber mit Profis sagt er nicht, dass die Politiker oder Wissenschaftler Profis sind, sondern was er gesagt hat, ist, dass am Ende Ingenieure und Techniker dafür sorgen müssen, dass wir Klimaschutz wirklich voranbringen. Nur nicht, dass können wir das nicht darauf einigen, dass er sich noch deutlicher hätte ausdrücken können? Er hätte sich noch deutlicher ausdrücken können. Total dabei, aber genau. Nur, dass das nicht falsch jedenfalls, wie das in der Debatte ist, und dafür bin ich ja auch gerne hier, Rede, wieder Rede und gucken, wo man eigentlich gemeinsam einen Grund findet. Damals führte es dazu, dass 28.000 Profis unterschrieben haben bei Scientists for Future. Und ich habe wirklich dieses sehr beunruhigende Gefühl, dass wir 2019 schon sehr viel näher an einem Konsens gesellschaftlich waren. Wir waren auch 1990 schon sehr, sehr nah. Heute Abend habe ich ein Essen mit dem Club of Rome, wo ich inzwischen Mitglied bin. Der Bericht Grenzen des Wachstums ist 1972 erschienen. Mhm. Also wir können nicht sagen, dass wir keine Warnungen hatten. Und ich bin als Wissenschaftsjournalist auch desillusioniert, weil Research shows that showing people research doesn't work. Also nur wissenschaftlich mehr zu präsentieren verändert nicht das Verhalten. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, Wie denken Sie über die letzte Generation? Ich halte das im Moment für wenig hilfreich, einen Konsens darüber herzustellen. Und deswegen arbeite ich mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen genau daran, dass wir verstehen, wir müssen nicht fragen, ob wir uns Klimaschutz leisten können, sondern wir müssen uns fragen, was passiert, wenn wir nichts tun. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Es gibt diese ganzen Berechnungen von Cost of Inaction. Was kostet es uns, weiterzumachen wie bisher? Deswegen kann ich auch dieses Wort Technologieoffenheit nicht mehr hören, weil es immer suggeriert, irgendwann fangen wir an, einen Staubsauger zu entwickeln, der alles CO2 magisch wieder aus der Atmosphäre zieht. Aber wir haben weder diesen Staubsauger jetzt, noch haben wir ihn in Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, wie knapp dieses Zeitfenster ist und wie dringend es ist, diesen Diskurs von einem Parteiendiskurs und einem gegenseitigen Blaming wieder hinzuführen zu dem, was brauchen Menschen? Menschen brauchen Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und ein friedliches Miteinander. Und jeden Tag sehen wir in Nachrichten, alle fünf Dimensionen von einem guten Leben, von Wohlergehen sind in Gefahr und nichts davon wird von alleine besser. Vieles benötigt einfach Geld. Und das wird für die Bundesregierung nun knapper als gedacht nach dem Urteil der Karlsruher Richter. Die Bundesregierung betont nach wie vor, die selbst gesteckten Klimaziele einhalten zu wollen. Aber nach dem Urteil ist zumindest eine schwierige Lage entstanden, womit wir bei diesem Thema sind. Die Ampel hat ein Problem. Im Bundeshaushalt fehlen mindestens 60 Milliarden Euro. Ein Nachtragshaushalt soll nun das Schlimmste verhindern. Dennoch, wichtige Klima- und Wirtschaftsprojekte stehen auf der Kippe. Wie konnte das passieren? Herr Köhler, wie konnte das passieren? Naja, also die 60 Milliarden sind ja angesprochen, das ist das Geld, das übertragen wurde aus den Corona-Hilfen in den Klima- und Transformationsfonds. Und da muss man auch, also Politik muss meiner Meinung nach auch zugeben, wenn sie einen Fehler macht. Und da haben wir einen Fehler gemacht, ganz klar, nämlich in dem Übertrag der Art und Weise. Das Problem ist, diesen Fehler haben wir nicht bewusst gemacht damals. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt mal einen Fehler. Sondern es ging darum, dass wir eben diese Schulden in den Klima- und Transformationsfonds... Sie hatten damals auch keine Ahnung, dass das problematisch sein könnte? Also ich sowieso nicht, weil ich ja kein Haushaltspolitiker bin, sondern Klima- und Energie- und Wirtschaftspolitik bei uns mache. Aber natürlich ist diese Diskussion damals geführt worden. Die Opposition hat das ja auch angemerkt. Das ist ja auch die Rolle der Opposition. Aber mit den Maßnahmen, die man damals getroffen hat, mit der Begründung, die man getroffen hat, sind wir davon ausgegangen, dass das verfassungskonform ist. Das Verfassungsgericht hat jetzt gerade ja die Klarheit geschaffen, dass das nicht verfassungskonform ist. Und mit dem Wissen von heute hätte man das damals auch nicht gemacht. Aber damals hat man das unter sogenannten bestem Wissen und Gewissen umgesetzt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir mit der Situation umgehen. Ist das vor allem noch einmal kurz zurückgeblickt auch eine Niederlage von Christian Lindner, der ja nun Finanzminister ist? Ich glaube, wir müssen aufhören, über solche Kategorien wie Niederlagen zu sprechen. Es war damals ein Fehler, das wissen wir heute.
Aber natürlich hat als Christian Lindner als Bundesfinanzminister, hat er ja auch schon selber gesagt, damals diese 60 Milliarden eingestellt. Und wir als Bundesregierung haben uns da gemeinsam zu entschieden, das so zu tun. Oder die Bundesregierung hat sich gemeinsam dazu entschieden, das so zu tun. Und damit ist umgesetzt worden. Was ist schlimmer, der nächsten Generation einen hohen Schuldenberg zu hinterlassen oder einen Planeten, der nicht mehr im Lot ist? Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2021 dazu sehr, sehr klar Stellung genommen und sagte, wir dürfen sagen die ökologischen Lasten und auch die damit verbundenen Freiheitseinschränkungen nicht immer weiter der nächsten Generation aufhalsen. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, die nächste Generation wird uns alle Löcher in den Bauch fragen, was habt ihr 2023 gewusst, was stand in eurer Macht und was habt ihr getan? Und ich wünsche uns allen, dass wir dann richtig gute Antworten haben. Sie wird uns viel eher gestiegene Energiepreise verzeihen als für immer gestiegene Meeresspiegel zum Beispiel. Sie wird zum Beispiel auch sich natürlich fragen, warum wir dieses Thema Schuldenbremse hochgehalten haben in einer Zeit, wo wir eine echte planetare Notlage haben. Das kann ja vielleicht Herr Köhler sagen. Warum wird das Thema trotz dieser Notlage hochgehalten? Also zum einen hat das, und das ist richtig, das Verfassungsgerichtsurteil ja allgemein sich dazu geäußert, wie wir mit kommenden Generationen und den Lasten, denen wir ihnen aufbürden, umgehen. Nicht nur beim Klimaschutz, sondern es geht ja auch um zum Beispiel die Frage der Schulden. Und ich glaube auch, dass das Narrativ zu sagen ist, wir müssen jetzt über massive Schuldenfinanzierung Klimaschutz erreichen, ist, glaube ich, genau das Falsche. Dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil zwingt uns, Klimapolitik zu fokussieren und darauf zu achten, wie wir Dinge umsetzen. Der KTF ist ja jetzt nicht leer, also der Klima- und Transformationsfonds, aus dem viele der Klimamittel im Moment gezahlt werden, ist ja nicht leer. Es fehlen diese 60 Milliarden. Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge Geld, absolut. Aber wir sehen und wir wissen jetzt ja, wie wir Klimaschutz effizient machen können. Nämlich zum Beispiel über den eben erklärten Emissionshandel. Aus unserer Sicht könnten wir den vorziehen, können den von 2027 jetzt auf 2025 vorziehen. Damit würden auch mehr Einnahmen... Europaweit ist es ab 2027 geplant. Genau. Sie würden das national gerne vorziehen. Genau. In Deutschland könnten wir zum Beispiel ab dem 01.01.25 damit starten. Oder so schnell wie möglich das umsetzen. Und damit würden wir zum Beispiel natürlich mehr Geld generieren. Aber was wir vor allen Dingen machen würden, ist, Klimaschutz so effizient wie möglich zu machen. Ich glaube nicht, dass wir Klimaschutz dadurch erreichen, dass wir einfach Geld auf das Problem werfen. Das ist genau der falsche Ansatz, weil Klimapolitik nur dadurch funktionieren kann, dass wir das gesamte System unserer Energieversorgung umbauen. Wir müssen weg von fossiler Energie hin zu nicht fossiler Energie. Mhm. Und das wird nur funktionieren, wenn wir die Rahmenbedingungen ändern. Und dafür arbeiten wir sehr hart daran. Und ich würde auch von der Aussage vorher zu sagen, dass wir 2019 zu heute quasi keine Änderung haben, das stimmt nicht. Wir haben eine massive Änderung auch in der Wahrnehmung, in der Akzeptanz von Klimaschutz und gehen jetzt in die Nitty-Gritty-Fragen. Aber wir haben jetzt ein Drittel der Menschen in diesem Land, die eine Klimaleugnerpartei für wählbar halten. Also das war 2019. Die AfD? Ja. Das war 2019 noch nicht so. Ich sehe, dass dieses Thema gerade nicht mehr sozusagen den Konsens hat. Es gibt sehr gute Untersuchungen. Cornelia Betsch hat das gemacht. Maureen Cummins hat diese Studien gemacht. Wenn man die Leute nicht fragt, findet ihr Klimaschutz irgendwie übergriffig, kann man euch dazu zwingen, sondern wenn man sie fragt, was ist euch eigentlich wichtig, was sind eure Werte, was wollt ihr unbedingt erhalten, dann kommt immer ganz, ganz oben über alle Milieus, über alle Parteien Gesundheit. Und das wurmt mich so, dass wir zum Beispiel auch über die Energiewende, wir reden über Reduktionsziele in Europa. Wird irgendjemand dadurch warm um Transformationsprozesse, dass wir da nicht erklären, was haben denn die Menschen davon? Ja, wir reden über Reduktionsziele in Europa. Wird irgendjemand dadurch warm ums Herz? Nein, Reduktion bedeutet psychologisch, mir wird was weggenommen, irgendwas wird weniger. Oh Gott, will ich da mitmachen? Nee. Wenn man aber sagen würde, Kohleverstromung setzt in Deutschland jedes Jahr 7 Tonnen Quecksilber in die Luft. Und wo willst du lieber wohnen? Neben einem dreckigen Kohlekraftwerk oder neben einem Solarpanel? Wo bist du sicherer, wenn was kaputt geht? Neben einem Windkraftanlage, wenn da so ein Rotor runterfällt oder neben einem AKW? Die Sachen sind doch eigentlich so zu erklären, dass die Menschen verstehen, diese Transformation ist notwendig und wir haben was zu gewinnen. Und das kommt in der Kommunikation überhaupt nicht raus. Und für diese Transformation waren diese 60 Milliarden, die jetzt fehlen, zumindest nicht unbedeutend. Wir haben mal eine Grafik vorbereitet, wo die einzelnen Positionen quasi, was mit diesen 60 Milliarden hätte passieren sollen, aufgeführt sind. Da haben wir zum Beispiel knapp 19 Milliarden für energieeffiziente Gebäude, den Austausch von Heizung, viel diskutiert, 12,5 Milliarden für den Ausbau von Wind- und Solarenergie,
weitere knapp 5 Milliarden in die Förderung von E-Autos. Die Bahn sollte auch noch mal 4 Milliarden da rein gesteckt werden. Sie haben eben gesagt, wir können nicht einfach Geld hinterherwerfen. Aber dieses Geld, halten Sie das nicht für sinnvoll investiert? Also hinter den einzelnen Posten stehen ja noch mal viele kleine Einzelposten. Und ich finde, und das ist jetzt Aufgabe der Regierung und auch Aufgabe des Parlaments, dass wir uns anschauen müssen, was davon ist wirklich effizient. Was bringt wirklich A, mehr Klimaschutz und B, Entlastung der Menschen und C, eine Förderung der Wirtschaft? Und was davon kann ich mir einsparen oder was davon kann ich effizienter machen? Mhm. Das Problem ist, und das war auch schon das Problem der Vorgängerregierung, und ich finde, so sollten wir nicht weitermachen. Wir haben, wenn wir gesehen haben, jetzt wird es unangenehm, jetzt ändert sich was, jetzt gibt es eine Transformation, jetzt entwickeln wir uns weiter, haben wir einfach Geld aufs Problem geworfen. Und das ist, glaube ich, keine Art und Weise, wie eine Regierung funktionieren kann, weil wir nicht alles so gegenfinanziert bekommen. Was wir machen müssen, ist Dinge fokussieren, Dinge effizient machen, und dann haben die Leute auch ein höheres Verständnis. Aber warum gab es denn dann einen Tankrabatt? Das Problem, ja genau, 3 Milliarden, weil genau Geld auf das Problem werfen. Naja, aber es ist ja genau die Herausforderung. Wir als Regierung, es war auch völlig richtig, dass wir das gemacht haben. Echt? Ja, natürlich. Herr Köhler, ich habe hier ein wunderbares Zitat aus dem Koalitionsvertrag und wollte Sie fragen, ob das eigentlich noch gilt. Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen. Genau. Da sind wir, glaube ich, gerade dran, und auch diese Diskussion zu den einzelnen. Wo bauen Sie gerade ab? Zu den einzelnen Punkten, ganz kurz. Die Diskussion zu den einzelnen Subventionspunkten läuft ja gerade. Aber ich bin etwas vorsichtig dabei, weil das Umweltbundesamt hat ja mal sozusagen die umweltschädlichen Subventionen aufgelistet. Die größte umweltschädliche Subvention ist der soziale Wohnungsbau. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, weil da wird ja eine Menge Beton verbaut und damit auch eine Menge CO2 produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt so nonchalant an den sozialen Wohnungsbau rangehen sollten. Das ist jetzt sehr trickreich. Es ist Uber. Wir hatten das Uber ist ja gerade als Quelle zitiert worden. Völlig klar. Mache ich auch. Und genau. Sie haben deswegen ist, glaube ich, aber also um dazu zu kommen, natürlich müssen wir, wenn wir jetzt den nächsten Haushalt konsolidieren, die Einzelmaßnahmen durchgehen. Und da stehen natürlich auch unterschiedliche, so. Alle unterschiedlichen Subventionen. Und das machen wir jetzt, dann müssen Sie in der Koalition weniger arbeiten. Wir fangen mal an mit dem Dienstwagenprivileg, was ja die Anschaffung und den Betrieb von Firmenautos staatlicherseits unterstützt. Davon profitieren vor allem die oberen Einkommensschichten, von den Emissionen ganz zu schweigen. Das Einsparpotenzial ist laut besagtem Umweltbundesamt 3,5 Milliarden Euro pro Jahr. Frage an Sie. Aus Ihrer Sicht, sollte dieses Dienstwagenprivileg bleiben? Wenn wir jetzt durch die einzelnen Maßnahmen durchgehen, und ich sage Ihnen jetzt, Dieselprivileg oder Dienstwagenprivileg oder sonstige Dinge. Ich merke das schon, aber die Frage war jetzt tatsächlich. Sonstige Dinge will ich persönlich nicht abschaffen, weil ich glaube, zum Beispiel beim Dienstwagenprivileg, da muss man auch mal drüber sprechen, ob es überhaupt ein Privileg ist oder wie das als Subvention warum wollen Sie es nicht abschaffen? Es gibt zwei Gründe, warum das nicht sinnvoll ist. Das eine ist, wir brauchen in Deutschland eine funktionierende Wirtschaft. Und das Dienstwagenprivileg ist eine der Fördermaßnahmen, die wir haben, um in Deutschland die Automobilindustrie weiterzuentwickeln. Das Zweite ist, darin sind natürlich die Gelder für zum Beispiel E-Mobilität ganz massiv mit eingebracht. Wir haben bei der E-Mobilität im Moment keinen Sekundärmarkt, also wir haben keinen oder fast keinen Markt, wo Gebrauchtwagen verkauft werden. Und wenn die nicht irgendwie in den Markt kommen, werden sie nie günstige E-Autos haben, die sich in der breiten Bevölkerung durchsetzen. Und deswegen ist alleine schon die Förderung bei den Dienstwagen in der Dienstwagenbesteuerung so ein sinnvoller Ansatz. Hat er wir müssen, Herr Hirschhausen? Nee. Wir müssen alle reden über E-Mobilität. Wir müssen meiner Meinung nach, was wir nicht verlieren dürfen, ist die deutsche Wirtschaft. Weil dann machen wir keinen Klimaschutz mehr. Und deswegen ist auch da meiner Meinung nach sinnvoll, dass kaputt ohne das Dienstwagen? Nein, die geht nicht kaputt dadurch. Aber sie wird natürlich, sie bekommt den nächsten größeren Schlag ab. Und deswegen glaube ich, wenn man durch die einzelnen Maßnahmen geht, und ich will jetzt nicht sagen, wir machen das nicht, wir reduzieren das nicht, ich will aber auch nicht sagen, wir reduzieren das auf jeden Fall, weil genau das diese Debatte ist, die wir sowohl in der Regierung als auch im Parlament gerade führen und führen müssen. Jetzt, Herr Hirschhaus. Wir denken bei E-Mobilität immer, das wäre schon das Problem gelöst. Aber wenn man sich anguckt, warum sterben so viele Menschen durch Luftverschmutzung, wo kommt der Feinstaub her, ist zum Beispiel der Abrieb von Reifen und von den Bremsen ein Riesenfaktor. Der wird bei E-Mobilität nicht besser.
nur weil der Antrieb wechselt. Das heißt also, wir müssen grundsätzlich komplett... Ganz weg vom Auto. Ganz weg vom Auto. Egal, wie es angetrieben ist. Katja Diehl hat darüber sehr klug geschrieben in dem Buch Autokorrektur. Und sie sagt immer, willst du Auto fahren oder musst du Auto fahren? Für die Menschen auf dem Land, wo es keine öffentlichen Nahverkehrsstruktur gibt, ist es natürlich wichtig, dass sie ein Auto haben. Aber hier in der Stadt, in Berlin, wäre ich statt einem Dienstwagen immer für ein Dienstfahrrad, was ja auch elektrisch sein kann. Braucht es Autos in der Stadt, Herr Köhler? Es braucht die individuelle Entscheidung zum Auto. Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Politik, vorzugeben, was jemand für ein Auto benutzt oder wie er von A nach B kommt. Das muss der Mensch selber entscheiden. Aber das ist seit den 70er Jahren klar. Wenn man Straßen baut, erntet man Verkehr. Ja, das ist ja auch okay. Wenn die Leute Auto fahren wollen, sollen sie das tun. Wir werden keinen Klimaschutz, wir werden keine Klimapolitik machen, wenn wir sie gegen die Bevölkerung machen. Waren Sie schon mal in Kopenhagen? Ich war schon mal in Kopenhagen. Der lebenswertesten Städte, und da können die Leute gerne fahren. Weil die Politik wenn gesagt die hat, wir machen Leute sich dazu entscheiden. Ich war gerade in Paris, ja, aber Dreh für die ARD. Das ist schön in Paris. Genau rum. Das ist in Paris schön und das ist in Kopenhagen schön. Aber so ja, leid es könnte mir auch in Berlin schöner in sein. Kempten, oder bei meiner Freundin im Oberallgäu, im Eumittelberg. Oder noch eher in Köln bei Petersberg. Da fahren Sie nicht mit dem Rad, weil Sie da Berge rauf und runter fahren müssen. Da kommt einmal am Tag der Bus. Und natürlich muss auch jemand, der in Berlin wohnt, sich entscheiden müssen. Wir führen eine Debatte gerade, die sagt, was erlauben wir den Leuten in Zukunft zu tun? Das ist die falsche Debatte. Wie attraktiv machen wir Dinge? Wie machen wir die Rahmenbedingungen so? Das war die Debatte im Gebäudeenergiegesetz. Am Anfang, warum sind die Leute so ausgerastet? Weil sie das Gefühl hatten, dass irgendjemand in ihren Heizungskeller reinregieren will. Und das ist der falsche Ansatz. Deswegen haben wir das ja umgebaut. Deswegen haben wir gesagt, der Staat muss erklären, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen zum Beispiel Heizungen funktionieren. Oder deswegen ist der Emissionshandel dafür da, zu sagen, Dinge, die mit CO2 betrieben werden, also CO2-basierten Kraftstoffen, werden perspektivisch so teuer, dass es sich einfach lohnt für mich, auf E-Fuels umzustellen, auf ein E-Auto umzusteigen, mit dem Rad zu fahren, mit der Bahn zu fahren, wie auch immer ich das mache. Aber die Entscheidung müssen die Menschen treffen. Wenn die nicht mitmachen, machen wir nirgendwo auf der Welt Klimaschutz. Aber wir waren ja gerade bei der Frage, brauchen wir immer noch Subventionen für das Falsche? Aber wir subventionieren ja, das ist aus Ihrer Sicht das Falsche. Aber aus Sicht mancher Menschen ist es das eben nicht. Es ist doch völlig egal, wie ein Auto betrieben wird. Stefan Rahmstorff, wichtig ist, dass am Ende kein CO2 rauskommt. Aus dieser Heizungsdebatte hat Stefan Rahmstorff, den ich sehr schätze, als einen der wichtigsten Klimawissenschaftler dieser Republik, getwittert. Und er sagte, was jemand privat im Keller macht, ist seine Sache. Was bei ihm aus dem Schornstein kommt, geht uns alle an. Und das vermisse ich in dieser ganzen Debatte, dass wir viel zu wenig darüber reden, was passiert eigentlich gerade mit dem Thema planetare Gesundheit. Es ist eine Unfreiheit, bei über 40 Grad auf die Straße zu gehen. Aber Sie verschieben noch die Debatte. Als Komiker kann ich mir gar nichts Besseres ausdenken, als dass in England durch die Hitzewelle der Asphalt auf den Flughäfen so weich wurde, dass keine Flugzeuge mehr starten konnten. Ja, da brauchst du gar keine Klimakleber mehr, die Flugzeuge kleben von alleine fest. Also wir sind doch bei einer Infrastruktur angekommen, die für eine Welt gebaut wurde, die es gar nicht mehr gibt und die auch nicht mehr zurückkommt. Und da ist es nicht mehr eine Frage von individueller Entscheidung, sondern von kollektiver politischer Schutzmaßnahme für die Bevölkerung. Warum verschiebt er die Debatte? Weil sie eine Debatte darüber führen, wie Einzelentscheidungen an, zum Beispiel das Beispiel gerade mit dem Schornstein. Es ist völlig richtig. Es ist völlig korrekt, dass jeder Mensch in Deutschland Einfluss auf das Klima nimmt und auch überall sonst auf der Welt. Aber die Debatte muss doch nicht darüber geführt werden, wie sieht die einzelne Heizungsanlage aus. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel fest. Wir haben das sogenannte Montreal-Protokoll, da ging es damals um FCKW. Ozon noch, Riesendebatte. Mhm. Wie hat man das gelöst? Man hat ja nicht den Kühlschrank verboten, sondern man hat das FCKW verboten. Mhm. Und der Weg beim FCKW war ein bisschen einfacher, weil das ja hauptsächlich in Kühlschränken und Klimaanlagen drin war. Beim CO2 machen Haarspray. Wir das. Und Haarspray, genau. Beim CO2 ist das ein bisschen, sagen wir mal, globaler, sowohl in der Weltdimension als auch in dem, wie wir es nutzen. Und deswegen müssen wir doch das Gas regulieren und nicht die Technologie. Es ist doch völlig egal, ob jemand mit einem Auto fährt. Wir können über Feinstaub und Abrieb reden. Das ist aber kein Klimaproblem, sondern das ist zum einen Gesundheitsfrage, zum anderen eine Umweltfrage. Und da sind wir ja sowohl in der Feinstaubbelastung als auch in zum Beispiel Stickoxidbelastung massiv runtergegangen über die letzten Jahre. Übrigens auch technologischer Fortschritt da dafür geführt. Herr Köhler. Ich freue mich so, dass er das Montreal-Protokoll erwähnt. Weil natürlich. Das ist wirklich einer der ganz, ganz großen Beispiele, wie es global funktionieren kann. Und zwar hat das nicht der Markt geregelt und auch nicht der Preis, sondern eine klare Haltung,
diese FCKWs sind so schädlich, dass wir die alle nicht mehr herstellen. Mhm. Und deswegen geht jetzt das Ozonloch zu. Und das war 1987. Und ich zeige in jedem Vortrag, den ich halte, das Foto von den Leuten, die das damals gemacht haben. Und über einem Kopf ist ein Fragezeichen. Wir wissen noch nicht mal mehr, wer das war. Und trotzdem können wir jeden Tag diesen Menschen dankbar sein, dass sie diese Klarheit hatten. Und das zeigt eben auch, und Antje von Dewitz, die ich gerade beim Nachhaltigkeitspreis getroffen habe, die sagt immer, Verbote sind kreativitätsfördernd. Als die für ihre Herstellung von den Outdoor-Jacken nicht ihren Produktmanagern gesagt hat, wenn ihr diese Chemikalie wird ab jetzt nicht mehr benutzt, denkt euch was anderes aus. Das ist viel, viel wirksamer, als die FDP jemals geglaubt hat. Ich bin so froh, dass Sie das Montreal-Protokoll erwähnt haben. Aber zum Montreal-Protokoll, das ist ja ganz, ganz spannend, dass Sie das so gut finden. Das Montreal-Protokoll ist ja nicht so vorgegangen, dass Sie gesagt haben, wir verbieten jetzt FCKW, egal wie es passiert, sondern man hat einen freiwilligen Mechanismus gewählt. Man hat gesagt, die Länder verpflichten sich selber, wie sie FCKW reduzieren. Und also der FCKW und die anderen sozusagen ozontreibenden Stoffe. Und dann hat man über einen Mechanismus jährlich sich getroffen und gesagt, wie viel habt ihr schon reduziert, was könnt ihr noch tun, was für Maßnahmen habt ihr gemacht. Das ist genau der Weg des Pariser Abkommens, so wie jetzt die Klimakonferenzen funktionieren. Und ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist. Der Diesel wird in Deutschland weniger hoch besteuert als Benzin. Aktuell beträgt die Differenz rund 18 Cent pro Liter. Mögliche Mehreinnahmen, auch hier laut Umweltbundesamt, knapp 8 Milliarden Euro. Soll diese bevorzugte Besteuerung von Diesel trotzdem bleiben, auch in diesen Zeiten, wo das Geld fehlt? Wir können gerne Benzin und Diesel angleichen. Ich würde es nach unten angleichen, weil ich aus der FDP bin und grundsätzlich Steuerbelastung reduzieren. Beides günstiger machen. Warum hat man das bei Diesel gemacht damals? Warum hat man das bei Diesel damals gemacht? Weil Diesel ja sozusagen, wenn Sie die Motorengröße vergleichen, sind Dieselmotoren CO2-sparender. Deswegen hat man ja damals diese sogenannte Dieselprivilegierung umgesetzt. Ich bin der Meinung, wir können und auch hier muss man, glaube ich, konsequent sein. Also die Antwort der FDP, einfach Benzin günstiger machen. Dann wäre es angeglichen. Wenn Sie sagen, das Ziel muss angleichen sein, dann könnte man das so machen. Wäre es auch gut fürs Klima. Ja, weil das weder die Diesel- noch die Benzinbesteuerung sich auf die CO2-Frage konzentriert. Den Emissionshandel vorziehen würde auch an dieser Stelle wirklich dafür sorgen, dass wir den CO2-Anteil von Treibstoffen teurer machen. Und das muss doch das Ziel sein, dass die Dinge, mit denen wir CO2 ausstoßen, prinzipiell teurer werden. Wir, wie gesagt, die soziale Frage und die Wirtschaftsfrage ausgleichen, aber diese Sachen teurer werden und wir uns darauf konzentrieren, da zu regulieren, wo es sinnvoll ist. Und in dem Fall wäre das das CO2. Überzeugend? Irgendwie schon. Wir reden gerade über 60 Milliarden und richtig, wie wenig Geld der Staat gerade hat. Genau. Ich will einen kurzen Perspektivwechsel nochmal einbringen. Wir sind immer noch in einem der reichsten Länder der Welt. Vor ein, zwei Tagen gab es diesen Moment, wo Friedrich Merz sagte, wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht. Und Herr Lindner hat korrigiert, wir sind an dritter Stelle. Die USA und China sind die einzigen beiden, die vor uns sind. Was machen die? Die subventionieren massiv den Ausbau der Erneuerbaren. Und zwar richtig. Mit einem Tempo, was uns alle in den Schatten stellt in Europa. Und die werden in 10 Jahren ihre Transformation hinter sich haben. Und die werden lachen über uns. Ach, ihr habt eure Schuldenbremse wichtiger gefunden. Das wird keinen mehr interessieren, wenn wir diese Transformation jetzt verkacken. Ich möchte es mal so deutlich sagen. Ich bin voll auf Ihrer Seite. Wir müssen sehr, sehr schnell das Verbrennen von fossiler Energie viel, viel teurer machen. Aber dafür muss der Benzinpreis nach meiner Logik, das ist ein Philosoph, ich bin Mediziner, nicht günstiger werden. Und direkt angeschlossen, was halten Sie von einer Kerosinbesteuerung, die es bislang nicht gibt? Natürlich. Und dann kommt immer, ja, dann können sich nur die Reichen Flüge leisten. Das ist nicht das Gegenteil. Ich fände es erstens völlig richtig, dass Kerosin teurer wird, dass auch da der Schaden eingepreist wird. Zum Zweiten habe ich von einer Idee gehört, die ich vom Ansatz her interessant finde, dass man nämlich sozusagen den zweiten und dritten Flug von jemandem teurer macht als den ersten. Also es gibt auch kreativere Wege zu... Der erste ist noch okay. Ja. Und dann wird's teuer. Ja, weil immer ja das Argument kommt, was ist denn mit den Menschen, die heute schon mit weniger Geld auskommen müssen und. Und genau diese sozialen Fragen kann man auch intelligenter lösen. Sie sind doch immer für kreative
Vorschläge. Finden Sie den kreativ und gut? Ist ja kein neuer Vorschlag, sozusagen Leuten über länger, die Dinge mehrfach nutzen, irgendwie anders zu behandeln. A, würde ich da nochmal eine Bürokratiefrage stellen. Das ist ja nicht so, dass unser Land nicht so einfach läuft. Und da Sie treten heute Ihre 37. Flugreise. Ja, genau. Aber wer das überprüft, da würde ich nochmal... Es wird aufgerufen. Naming und Shaming waren wir eben dabei. Ich glaube, wir wären nicht so sicher, ob das der richtige Weg ist. Nein. Das Problem mit einer Kerosinbesteuerung, und das muss man, glaube ich, mitbedenken. Und das verweist ja auch unter anderem auf die COP. Wir haben eine internationale Herausforderung bei der Frage. Weil was passiert denn, wenn ich in Deutschland Kerosin teurer mache? Dann tankt der Flieger in England, nehmen wir mal ein Land in London, nehmen wir mal ein Land, das nicht in der EU ist, sich einfach so voll, dass er, und dann verbraucht er natürlich mehr, weil er schwerer ist, tankt sich so voll, dass er hier hinfliegt. Wichtig, und das ist doch der Punkt, den wir jetzt dringend umsetzen müssen, ist, und ich hoffe darauf, dass dafür noch mehr Leute auf die Straße gehen, ist eine internationale CO2-Besteuerung, die genau das teurer macht. Die sagt, wir brauchen Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugkraftstoffe, die eben kein CO2 ausstoßen. E-Fuels, die wir in den Fliegern nutzen. Da gibt es übrigens in Deutschland tolle Firmen. Wacker Chemie ist da ganz massiv dran. Der Flughafen in München investiert da rein. Ja. Und genau das muss das sein. Weil wir können doch nicht Sachen immer teurer machen, ohne eine Alternative anzubieten. Man kann ja auch beides gleichzeitig probieren. Exakt. Deswegen CO2-Handel, Emissionen so teurer, deutlich teurer machen die ganze Zeit und dafür sorgen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite investieren in zum Beispiel Infrastruktur, in Wirtschaftswachstum, die genau diese Sachen mit organisieren. Ich würde noch mal auf das Thema Daseinsvorsorge hinaus wollen, weil wir reden jetzt sehr, sehr viel über wirtschaftliche Steuerungsmechanik. Richtig. Ich würde noch mal fragen, wofür wirtschaften wir denn? Was ist denn ein gutes Leben? Es gibt diese im Mai 23 veröffentlichte Analyse, was uns fehlender Klimaschutz jedes Jahr nach vorne raus kostet. Das bekannteste Beispiel ist ja das Ahrtal. Ungefähr 40 Milliarden Schaden, von der menschlichen Tragödie abgesehen. Ja. 99% der Todesfälle durch Klimakatastrophen sind aber Hitze. Die sind nicht ganz so medial präsent, aber wir sind weltweit eines der Länder mit den höchsten Sterblichkeitsquoten, was Hitze angeht. Wir haben ein Gesundheitswesen, das null darauf vorbereitet ist. Und das regelt eben auch keinen Markt, weil das ist erstmal eine Daseinsvorsorge. Wie bauen wir Altenpflegeheime? Wie bauen wir Krankenhäuser? Wie bauen wir Kindergärten und Schulen so, dass die bei 40 Grad Außentemperatur nicht alle kollabieren? Wie sorgen wir dafür, dass Menschen überhaupt wissen, wo die vulnerablen Menschen maßgeblich Vorerkrankte wohnen? Wie werden die aufgesucht? Das ist eine soziale Aufgabe. Und das fände ich wichtig, dass wir auch einmal kurz darüber nachdenken, was meinen wir eigentlich mit einem guten Leben? Ist das noch das Bruttosozialprodukt? Wenn die Ökosystemdienstleistung ein Vielfaches von dem, was unser Bruttosozialprodukt misst, eigentlich uns schenken, die Natur, jedes Jahr, müssen wir diese Verluste an Artenvielfalt, an Wald, an CO2-bindenden Böden, müssen wir endlich einpreisen. Sonst kann dieser berühmte Markt nichts regeln, weil das, was es nur einmal gibt, kann kein Markt handeln. Und die Einmaligkeit ist die gesunde Erde für gesunde Menschen. Bräuchte es in diesem Sinne eine Reform der CO2-Besteuerung, in dem das eben alles mit eingepreist wird? Also ich glaube, es braucht möglichst keine CO2-Besteuerung, weil sonst haben Sie das Problem, dass Reiche einfach das Geld draufwerfen können, wie sie wollen, sondern es braucht ein CO2-Limit, es braucht ein Cap, das absinkt. Aber das ist ja genau das, was Herr von Hirschhausen gerade eingefordert hat. Eine CO2-Bepreisung ist ja genau diese Internalisierung von Kosten, in dem Fall zum Klimaschutz. Jetzt hatten Sie über Ökosystemdienstleistungen gesprochen und über andere Rahmenbedingungen, aber am Ende des Tages ist ja auch aus marktwirtschaftlicher Perspektive dann, wenn ein Unternehmen ein Gut nutzt wie die Atmosphäre dann und dafür keinen Preis sozusagen aufruft, dann ist das ein Problem. Und deswegen sagen wir ja als Freie Demokraten, als Marktwirtschaftspartei, dass genau dieses Vorgehen, CO2-Bepreisung über einen Emissionshandel, Internalisierung externer Kosten, im Klimabereich das effizienteste und beste Mittel der Wahl ist. Und das ist das, was wir umsetzen können und müssen. Wir müssen dann auf der anderen Seite meiner Meinung nach die anderen Rahmenbedingungen darauf anpassen, dass das so funktioniert. Und dann regelt das der Markt. Weil wenn der Markt eine Vorgabe hat, sagt, es gibt eine Knappheit, also es gibt weniger CO2-Zertifikate und ich weiß das auch in Zukunft, dass sie weniger werden, dann passt der Markt sich genau darauf an. Herr Köhler, Sie wissen, in diesen Tagen wird viel darüber spekuliert in Berlin, wie lange es mit dieser Ampelregierung überhaupt noch weitergeht, ob sie überhaupt die erste Legislaturperiode übersteht. Deshalb meine vielleicht ungewöhnliche Frage, wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Ampel in Sachen Klimaschutz, sagen wir, in 10 Jahren als
die Fortschrittskoalition tatsächlich betrachtet wird, die sie vorgibt zu sein? Ich bin zu 120% davon überzeugt, dass das in 10 Jahren in den Geschichtsbüchern stehen dass wird. Dass die Ampel die entscheidende Wende gebracht hat. Haben wir jetzt schon, meiner Meinung nach. Die größten Schritte sind wir jetzt schon gegangen. Das eine ist, auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass dieser Emissionshandel, dass der Emissionshandel für Verkehr und Wärme umgesetzt wird, also Emissionshandel 2. Das zweite ist, wir haben über die letzten 2 Jahre massiv in Planungs- und Genehmigungsverfahren investiert, sozusagen, also politisches Kapital da reingesteckt, dass wir da besser sind. Ich glaube übrigens auch, dass die Ampel in ihren Resultaten viel, viel besser ist als ihr Ruf. Mhm. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass wir durch solche Debatten wie zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz uns viel kaputt gemacht haben, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und regieren, die großen Probleme liegen haben, aber nicht in dem, was am Ende rauskommt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir über die öffentlichen Investitionen auf der einen Seite und aber auch über die Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel bei der EEG-Umlage, die wesentlichen Schritte gegangen sind. Zuversicht oder Selbstlob ist bei Politikern jetzt nicht so selten. Deshalb das letzte Wort an Sie. Wie optimistisch sind Sie? Ich mache mir sehr große Sorgen, weil ich viel mit Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun habe, denen 2023 wirklich das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben war. Die sagen, wir sind aus diesem linearen Bereich der planetaren Grenzen raus. Wir sind jetzt in einem exponentiellen Bereich. Wir erleben Phänomene, die sehr, sehr viel schneller uns an diese Grenzen bringen, als wir gedacht haben, als wir vorhergesagt haben. Und das ist für mich auch als Wissenschaftskommunikator das Dilemma. Um nicht als hysterisch zu gelten, haben sich ja viele in den Szenarien immer zurückgehalten. Und jetzt, wo wir wirklich sagen, die Kacke am Dampfen haben, wir haben Meere, die massiv überhitzen, die Ostsee ist tot. Wir verlieren sagen jeden Tag sagen Tausende von Arten, die unwiederbringlich sind. Und ich glaube, dass das, was Diplomatie und Politik auszeichnet, dass sie immer denken, ja, wenn wir uns nachher auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben, dann war das ein Erfolg. Nein, ist es nicht. Der Maßstab muss sein, haben wir enkelfähig regiert, haben wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch international völlig d'accord Einfluss genommen auf die entscheidenden Jahre in unserer Menschheitsgeschichte. Ich kann es nicht so pathetischer sagen. Ich habe Ricarda Winkelmann, die über das Antarktiseis forscht, gefragt, wie hältst du das aus, das zu wissen, was du weißt? Und sie sagte, zum Verzweifeln haben wir keine Zeit. Wir blicken mit Interesse auf das, was in Dubai in der kommenden Woche beschlossen wird, wie die Bundesregierung weitermacht in Sachen Klimaschutz. Ich bedanke mich jedenfalls bei Ihnen beiden für die heutige Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Wir sind bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald. Das war das Spiegel-Spitzengespräch. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie gerne eine Bewertung ab und abonnieren Sie diesen Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald.